zu erzählen. Warum sind Sie selbstständig? Ich meine, Sie haben es mir schon mal erzählt, ich kenne den Grund, aber die Zuschauer noch nicht. Warum machen Sie das, was Sie machen, beruflich? Ich glaube, die Hauptmotivation ist die Freiheit, die man hat, selber zu gestalten, selber was zu bewegen. Das ist, glaube ich, meine Hauptmotivation. Und im Großen und Ganzen die spannenden Themen, die man so hat am Tag, weil man einfach ganz unterschiedliche Kunden hat, zumindest in unserer Branche. Wirklich vom ganz kleinen Einzelkämpfer bis zum Mittelständler, bis zum großen Unternehmen, was einfach die Abwechslung bringt, vor allem auch branchenmäßig Abwechslung bringt und eben nicht immer nur das kleine, gleiche Einheitsbrei-Thema ist. Das ist, glaube ich, die Hauptmotivation und vor allem die Gestaltungsfreiheit. Das würde ich mal sagen, ist so das Hauptthema, was eigentlich mich dazu bewegt hat, mich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden. Super, vielen Dank. Wenn Sie jetzt heute, ich sage jetzt mal mit, ich glaube, es waren mindestens 20 Jahren Berufserfahrung. Gefühlte 30. Gefühlte 30. Wenn Sie da ein Stück zurückgucken, was würden Sie einem jungen Menschen heute, was würden Sie sich selber von vor 30 Jahren als Tipp mitgeben? Also ein Thema, wir stehen ja gerade vor der BNI-Veranstaltung, ein Thema ist auf jeden Fall die Akquise anders in die Hand zu nehmen. Am Anfang macht man dermaßen viele Fehler, man nutzt viel zu viel Zeit falsch aus, irgendwie schief aus, indem man einfach Akquise macht, Akquise macht, viel telefoniert und versucht Leute zu überzeugen vom eigenen Thema, weil man selber natürlich begeistert ist davon. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn man über Empfehlungsmarketing geht und die Leute anders anspricht. Und da hätte ich mir am Anfang unendlich viel Zeit sparen können und auch Netzwerke nutzen können, indem man miteinander einfach auch Themen, Probleme, die jeder als Selbstständiger hat, klären kann auf dem kurzen Dienstweg. Ja.